eine generelle Einschätzung von dir bitte zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich finde, dass das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz seinen Namen leider nicht so richtig verdient hat, weil es nur die Barrierefreiheit in ganz speziellen, sehr bestimmten Bereichen stärkt und die Barrierefreiheit auch nur insoweit stärkt, indem das die EU einfach vorgibt, weil das ist ja eine Umsetzung der Richtlinie und es stärkt die Barrierefreiheit nicht wirklich, jedenfalls nicht aus nationaler Sicht, weil keine neuen Anstrengungen unternommen werden, die Privatwirtschaft wirklich im Gesamten dazu zu verpflichten, ihre Produkte, Dienste und auch die bauliche Umwelt, die sie umgibt, barrierefrei zu gestalten. Und das ist schlecht. Fändest du es besser, es würde gar nicht verabschiedet? Ich glaube nicht, also ich fände es nicht so gut, wenn es gar nicht verabschiedet würde, weil man erstens nicht weiß, wenn eine neue Regierungsbildung stattfindet, wie die nächste Koalition mit diesem Gesetzentwurf, mit der Richtlinie umgehen würde und vielleicht sogar noch versuchen würde, die Richtlinie ein bisschen zu untergraben und es noch schlimmer zu machen, als es eh schon ist. Deswegen denke ich, ist es eigentlich gut, wenn es verabschiedet wird. Aber es muss einfach so sein, dass viel mehr Sorgfalt darauf gelegt wird und die Ausschüsse, die sich damit befassen im Bundestag, das wirklich ambitioniert angehen und die Forderungen der Behindertenverbände wirklich berücksichtigen, zum Beispiel nach dem Einbezug der baulichen Umwelt. Ja. Ja, welche sind die Hauptforderungen, was noch verbessert werden müsste? Also die Hauptforderungen sind eigentlich, dass einmal wir unbedingt möchten, dass nicht nur bestimmte Teile der Privatwirtschaft dazu verpflichtet werden, ihre Produkte und Dienste barrierefrei zu gestalten. Bis jetzt ist es ja echt nur sehr digital und nur bestimmte Bereiche, sondern dass es eine Gesamtverpflichtung gibt, dass die gesamte Privatwirtschaft, also alle Anbieter von Produkten und Diensten dazu verpflichtet werden, ist gerade ein bisschen laut, wartet mal kurz, ihre Produkte und Dienste barrierefrei zu gestalten. Das wollen wir und natürlich wollen wir auch, dass die bauliche Umwelt der Produkte und Dienste, also wenn man zum Beispiel irgendwo ein Produkt kauft in einem Laden oder in ein Restaurant geht, dass diese auch barrierefrei gestaltet wird. Das sind so die allerwichtigsten Hauptforderungen und natürlich auch, dass eine gute Marktüberwachung stattfindet. Also dass Barrierefreiheit, wenn ein Verstoß gegen das Gesetz, dass zum Beispiel Barrierefreiheit nicht stattfindet, dass das auch entsprechend sanktioniert wird und mit wirklich hohen und empfindlichen Geldstrafen. Und eigentlich wollen wir auch, dass es gar keine Ausnahmen gibt. Barrierefreiheit muss einfach verpflichtend umgesetzt werden und Unternehmen dürfen sich nicht davor drücken oder sagen, nee, das ist uns zu teuer und wir wollen das jetzt nicht barrierefrei gestalten. Das ist nicht so ein nice to have, sondern das ist einfach ein Menschenrecht und da kann es nicht um Geld und Kosten gehen. Dankeschön. Es gibt ja einen Bußgeldkatalog, das reicht ja aber nicht. Nee, also da gibt es ja so von 10.000 bis 100.000 Euro und das ist aber natürlich auch immer so ein Stück weit Ermessenssache und es ist einfach da auch nicht klar, inwieweit das überhaupt angewandt wird, weil es gibt in diesem Gesetz so viele Ausnahmen, wo Unternehmen einfach sagen können, nee, das möchten wir nicht, wenn zum Beispiel die Kosten relativ hoch sind, um das Produkt barrierefrei zu gestalten oder überhaupt Wissen dazu zu erwerben, dann können die immer sagen, nee, wir möchten das nicht. Und wir wissen einfach bis jetzt nicht, wie stringent die Marktüberwachungsbehörden überhaupt das kontrollieren und sagen, die Ausnahme ist gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Ja, für mich klang das so, dass die Unternehmen das so nach Selbsteinschätzung machen können. Stimmt das nicht? Also sie können es nach Selbsteinschätzung erstmal machen, aber die Marktüberwachungsbehörden sind verpflichtet, das dann auch zu kontrollieren. Also die Unternehmen müssen ihre Selbsteinschätzung, wenn sie zum Beispiel sagen, nö, das ist für uns unzumutbar, müssen sie an die Marktüberwachungsbehörden senden und die müssen da eigentlich auch hinterher sein und gucken, ist das gerechtfertigt oder nicht. Okay, danke. Dann kommen wir zur Frage des Tages. Wenn du unsere Tour verfolgt hast, hast du ja gesehen, dass wir jeden Tag eine Frage des Tages haben. Gute Frage. Für heute, für die Betroffenen, ist die Frage, wir demonstrieren seit 30 Jahren, jeden 5. Mai, für Gleichstellung gegen Diskriminierung. Was ist deine Einschätzung? Wie lange müssen wir noch am 5. Mai jedes Jahr demonstrieren, bis wir endlich eine barrierefreie Umwelt haben? Also leider muss ich sagen, wenn ich mir gerade so die Verhandlungen angucke im Bundestag und auch den Regierungsentwurf zu diesem Gesetz, wird ja dieses Thema
barrierefreie bauliche Umwelt überhaupt nicht angegangen. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel langen Atem wir noch brauchen, um dieses Thema wirklich durchzudrücken. Also ich würde mir wünschen natürlich, dass es in dieser Legislaturperiode schon so ein großer Wurf gelingt und das mal endlich durchzusetzen. Aber da bin ich leider sehr pessimistisch und ich kann nicht sagen, wie lange das dauert. Es hängt natürlich davon ab, welche Regierung beim nächsten Mal die Bundesregierung stellt. Ja, also deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass es endlich umfassend umgesetzt wird und wir eben nicht mehr demonstrieren müssen für ein Recht, was einfach uns zusteht und für alle anderen Menschen ja auch normal ist. Jeder will Gehwege, jeder will gut zu Fuß und mit dem Auto unterwegs sein, mobil sein, aber wir Menschen mit Behinderung werden einfach von der Gesellschaft behindert und wir dürfen das immer noch nicht und das ist einfach unverschämt, peinlich, unzumutbar, schrecklich. Das ist richtig. Der Wunsch ist bei uns allen ja da, dass es schnell geht. Aber versuch mal realistisch einzuschätzen. Was denkst du, wie lange müssen wir noch kämpfen, bis wir endlich gleichgestellt sind? Na, also wenn ich ganz realistisch bin, würde ich sagen mindestens 5 bis 10 Jahre, ehrlich. Ich glaube, das wird nur sehr kleinschrittig passieren und die Unternehmen und Kosten, also die Wirtschaftslobby ist immer so groß, dass wir da einfach noch stark kämpfen müssen, um zu sagen, nee, keiner darf sich da verdrücken und auch die Regierung muss einfach endlich sich dazu bekennen, dass Unternehmen einfach Barrierefreiheit vollumfänglich umsetzen müssen, egal wie viel das kostet. Okay, wir sprechen in 10 Jahren wieder. Mal gucken, wie weit wir dann sind. Ja. Naja, in 10 Jahren werden ja auch erst die Automaten überhaupt barrierefrei. Nee, dauert ja sogar noch länger. Das dauert noch länger. Ja. Genau. Okay. Deshalb zur zweiten Frage des Tages, weil heute der 5. Mai ist und ein besonderer Tag ist, gibt es nämlich 2 Fragen des Tages. Und zwar, weshalb geht der Kohleausstieg schneller als die Verpflichtung zu einem barrierefreien Bankautomaten? Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, der Kohleausstieg geht wahrscheinlich schneller, weil dahinter jetzt eine ziemlich starke Lobby steht. Das Thema Klima relativ stark auch durch die Fridays for Future Bewegung so geprägt wurde und man einfach erkannt hat, okay, das ist wichtig, sonst kackt die Welt ab. Es gibt Überschwemmungen, Hungersnöte, sonst irgendwas geht ja schon gut los. Aber Barrierefreiheit ist leider einfach immer noch so ein Thema, wo ganz viele Menschen denken, naja, das geht uns ja überhaupt nichts an. Das ist ja gar nicht so wichtig. Und dann erst später begreifen, vielleicht im Alter, durch Unfall, oh, das ist ja doch für uns ganz wichtig und plötzlich sind wir total eingeschränkt und werden behindert. Ich glaube, es ist einfach noch nicht so sichtbar, weil viele nicht kapieren, dass es sie auch betrifft. Ne? Okay, danke schön. Ja, cool.